Wunderschönen guten... Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Danke, dass Sie sich um die Geiselnahme gekümmert haben, Commander. Der Vorsitzende Burns war sehr beeindruckt, wie Sie die Situation auf friedliche Weise gelöst haben. Ihre Hilfe auch außerhalb Ihrer formalen Pflichten wurde zur Kenntnis genommen, Commander. Fünfte Flotte Ende. Ja, vielen Dank dafür. Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Mass Effect 1 Legendary Edition. Und wir haben die Geiselnahme auf der MSV Ontario beendet. Ab ins nächste System. Hier hatten wir alles. Also ab ins... Oh, das war ja schon der vorletzte... Das vorletzte Gebiet vor der nächsten Hauptquest. Oh, und in diesem... Im Artemis Tau Cluster haben wir auch direkt mal vier Sternensysteme, die wir uns anklagen können. Marketon, Sparta, Knossos und Athens. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem dieser Systeme das nächste Hauptquest ist. Ich hoffe jetzt einfach mal, es war nicht in dem, weil ich will mir logischerweise erstmal die anderen angucken. Das Ding ist, es ist entweder Athens oder Knossos. Warnung, Druckgefahr der Stufe 1. Shayila besitzt eine sehr dichte Atmosphäre aus Ammoniak und Sauerstoff. Die gemäßigt warme Planetenoberfläche besteht hauptsächlich aus Aluminium mit Vorkommen an Schwefel. Die Kommunikationsbalken in diesem System haben in letzter Zeit eine Reihe nicht erfasster Schiffe in der Nähe registriert. Auf Shayila existiert ein üppiges Ökosystem, das auf Silizium und Sauerstoff basiert. Die dicht bevölkerten Gebiete sind bedeckt mit feinem Silikatstaub, Siliziumdioxid, ein Nebenprodukt der Atmungssysteme der weiterentwickelten Lebensform dieser Welt. Die heftigen Winde wirbeln häufig Staubwolken mit scharfen Partikeln auf und stellen ein besonderes Problem dar. In Gebieten, wo der Wind große Verwehungen von Silikaten verursacht hat, können Begehungen äußerst gefährlich sein. Außenmissionen sind hier kaum durchführbar. Kaum, meine Freunde, kaum. Wir können ja aber landen, es sind noch nur 25 Grad, mollig. Von daher machen wir gleich. Purulan ist ein großer terrestrischer Planet, in etwa halb so groß wie die Erde. Trotz der dichten Atmosphäre ist es auf dem Planeten bitterkalt, denn der rote Zwerg Makedon strahlt nicht viel Hitze ab. Die Oberfläche besteht hauptsächlich aus Silikaten, aber es gibt hier auch bedeutende Funde an Eisen und anderen industriell interessanten Materialien, Metallen. Trotz der vorherrschenden großen Schwerkraft könnte es sich lohnen, diese Vorkommen abzubauen. Minus 197 Grad. Matriarcheninschrift entdeckt. Beim Scannen des Planeten Purulan haben sie ein altes, seltsames Signal aus dem Orbit empfangen. Navigator Presley konnte das Signal bis zu einem uralten Sender zurückverfolgen. Ihr Bergungsteam brachte den Sender an Bord und fand in einem Staufach eine der Schriften der Matriarchen Dilinaga. Wieso sind denn die alle so verteilt? Was ist denn da los? Padawig ist der zweite riesige terrestrische Planet des Makedon-Systems und der weitaus interessantere. Der größte Teil der Planetenoberfläche wird von einem großen Ammoniak-Ozean bedeckt, in dem sich ein Ammoniak-basierte Lebensform entwickelt hat. Auf den gefrorenen Kontinenten gibt es zwar kein Leben, aber in den kühlen, giftigen Ozeanen hat sich eine Vielfalt komplexer Organismen ausgebildet, von denen viele sogar größer als Menschen sind. Padawig ist zwar für Menschen absolut unbewohnbar, bietet aber gute Lebensbedingungen für die Volus. Die Verhandlungen zwischen der Allianz und der Schutzmacht der Volus, der turianischen Hierarchie, sind diesbezüglich schon weit vorangeschritten. Minus 130 Grad, aha. Und das ist für dich schön, oder was? Na gut. Fageluse ist ein normaler Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant mit großen Vorkommen an Kohlenwasserstoffen in der Atmosphäre. Gasvorkommen entdeckt. Mittels Orbitalscans haben sie ein großes Vorkommen von Xenon entdeckt. Wuhu! Und dann wollen wir mal landen auf... Ach so, es war gar nicht der. Dann wollen wir mal landen auf... Wie hieß er? Shayila. Gucken, was da so abgeht. Und die, zu der wir dann gehen, jetzt in dem nächsten Hauptquest, wird auf Garantie dann die sein, die wir ja hier als letztes Mitglied aufgabeln und die Tochter ist von der Matriarchin, die wir schon platt gemacht haben. Und ich frage mich, was passiert wäre, wenn wir zuerst sie eingesammelt hätten. Dann hätte sie wahrscheinlich mit ihrer Mutter gesprochen und wäre dabei gewesen, während sie stirbt. Aber daran habe ich nicht mehr gedacht, dass diese Herangehensweise vielleicht cooler ist und deswegen, ja, haben wir die Hauptquests eben so angegangen, was soll's. Trümmer, Festung,
Anomalie. Na, ich würde sagen, Trümmer sind am nächsten, also gehen wir zuerst zu den Trümmern. Bin mal gespannt, ob wir hier auf die Lebensform treffen, die hier leben sollen. Sieht irgendwie sehr unwirklich aus. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass hier irgendwas lebt, weil müssen die sich nicht von irgendwas ernähren oder essen die Dreck und Gesteine? Gibt ja keine Pflanzen oder so. Also halt nur lebloses Material. Und ich dachte eigentlich, dass man schon eher organisches Material braucht, um daraus Energie schöpfen zu können. Oder die leben nur von den, weiß ich nicht, von der Windenergie. So, nicht einfach wieder ein Hinterhalt. Ah, knapp. Das war's schon. Relativ unspektakulär, diese Trümmer. Dann gehen wir mal zur Festung. Mal schauen, was da festgemacht wurde. Oder befestigt. Ja, also, dass hier was leben soll, ist schon sehr merkwürdig. Und Moment mal. Wieso könnten... Also, ich denke, Außenmissionen sind kaum machbar. Ich kann mich gar nicht... Und es ist nur Gefahrenstufe 1. Waren wir nicht schon auf einem Planeten, wo Gefahrenstufe 2 ist? Da stand nicht, dass Außenmissionen kaum machbar sind. Und hier sind ganz viele Gegner. Sag mir mal ein Radar. Oh, da schießt es auch schon. Oh, da schießt es auch schon. Piraten-Scharfschütze. Hat halt keine Chance gegen die... Oh, bekommen aber viel Geld dafür. Keine Chance gegen die große Waffe von mir, aber ich sehe halt quasi nichts. Die machen nicht wirklich viel Schaden. Was noch nicht? Da. Mach's gut. Hast du noch ein paar? Ich habe echt viel Geld dafür. Immer 1375, nicht schlecht. Das ist eigentlich so unfair mit so einer. Mit so einem riesen Markus gegen diese Fußsoldaten da. Gut, haben wir's. Ja, da drinnen werden natürlich noch mehr Gegner sein. Los geht's! Aber mit unserer neuen Feuerwaffe, mit unserer neuen Feuerkraft, diesem Maschinengewehr, was komplett gelevelt ist auf organische Ziele, sollte das alles kein Stress sein. Raus. Okay, die halten verdammt viel aus. Ist ja tot, ja. Schön ins Gesicht. Softkill eingeleitet. Scheint kein Friendly Fire zu geben. Komm her. Okay, einen Gegner haben wir noch. Ist der oben? Ja. Ach, das ja. Stufe aufgestiegen, mal wieder. Ja, also beim Maschinengewehr brauchen wir gar nicht gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jemals ein besseres Maschinengewehr finden als das, was wir gekauft haben für den Spectre.
Na, okay. Kümmern wir uns um unseren Levelaufstieg. Was wollten wir jetzt wieder auf Maximum machen, dass ich das jedes Mal wieder vergesse? Ich glaube Sturmangriffstraining, weil das den Waffenschaden erhöht, ne? Genau. Erweiterter Adrenalinschub. Ach, den kann ich ja auch mal einsetzen. Da setzt ja immer die Abkühlungszeit der Fähigkeiten zurück. Stimmt, das vergesse ich immer. Dann bei ihr wollten wir, glaube ich, erste Hilfe weitermachen. So. Und bei ihr... Dämpfung hatten wir im letzten Mal genommen, aber ich weiß nicht, ob ich das will. Vielleicht nehmen wir da Pistole, damit sie mehr Schaden macht. Aber, nee, ich glaube, ich will, sie soll lieber ihre Schwierigkeiten da geiler einsetzen können. Okay. Kommt ihr beiden, hier gibt's eh keine Gegner mehr. Warum heißt denn das immer fehlerhaftes Objekt? Das verstehe ich auch nicht. Oh, das ist immer was Schwieriges. Ich glaube, oben ist es leichter, aber ich muss erstmal hochkommen. Sag ich doch, oben ist es leichter. 16.500, nice. Das war's schon? Ach nee, hier ist noch was. Sie haben jetzt Beweise dafür, dass die asarische Sklavenjägeranführerin und Nasana Dantius, eine bedeutende Botschafterin auf der Titadel, Schwestern sind. Sie sollten zum Präsidium zurückkehren und Nasana mit diesen Fakten konfrontieren. Beweise herunterladen. Oh Gott, wir müssen dann echt, wenn wir in der Titadelle sind... Ich nenne sie jetzt Titadelle und nicht Titadelle. Müssen wir echt nochmal, glaube ich, ins Tagebuch gucken, um zu schauen, was wir da für Nebenquests abschließen. Das ist jetzt schon das zweite, mindestens das zweite, was wir dann in der Titadelle abschließen können, sollten, wie auch immer. Ich glaube, das andere war der eine Frachterkapitän, der gestorben ist. Hier finden wir aber viele Sachen und eins davon war schon sogar schon Level 6. Das ist ja einfach. Das hat sich ja richtig gelohnt hier. Nicht nur, dass wir das... Hä? Nice! Nicht nur, dass wir dieses... Sidequest hier... erledigt haben. Gab auch richtig viele Sachen zum Einsammeln und halt Kohle. Und nachdem ich jetzt gemerkt habe, hey, die Spectre-Sachen, die man kaufen kann, sind ziemlich cool. Kann ich das gut gebrauchen? Ich weiß gar nicht, wie viel hat das letzte gekostet? 300.000 oder so? Wie viel haben wir denn? Steht das hier irgendwo? 177.000, also wir haben schon wieder relativ viel. Damit haben wir ja auch den Planeten schon wieder so gut wie abgeschlossen. Das Wichtige haben wir zumindest erledigt. Jetzt gucken wir uns noch diese Anomalie an. Vielleicht gibt es da einfach nur wieder ein Erzvorkommen, denke ich mal. Was ist denn hier immer noch ein Ausrufezeichen? Wir haben das doch geklärt. Komm. Ein unwegsames Gelände. Aber wir fahren so rücksichtslos. Es ist so geil programmiert, dass einfach nichts passieren kann. Es gibt mir halt überhaupt gar keine Mühe, hier anständig zu fahren. Aber es ist bitte nicht wieder mitten auf dem Berg oben drauf, oder? Das ist doch schon wieder komplett am Rand. Warum ist denn das immer alles am Rand? Halt, hier ist Erz. Dann ist das wahrscheinlich die Anomalie kein Erz, weil das würde dann ja genauso angezeigt werden. Thorium-Vorkommen. Ich glaube, Thorium hatten wir auch schon mal gefunden. Seltenes Element in der großes Thorium-Vorkommen. Vielen Dank. 7400, na immerhin. Dann wieder ein Stück runter und dann fahre ich senkrecht hoch. Hier ein schöner Sonnenuntergang oder Aufgang, keine Ahnung. Hier. Unterwegs zur Position. Kleines Lager oder was?
Matriarcheninschriften gefunden, mal wieder, weil sie überall verteilt sind. Es lässt sich nicht bestimmen, wer hier gelebt hat, aber der Ort ist schon einige Zeit verlassen. Das Behältnis in dem Zelt enthielt neben anderen Dingen auch eine der Schriften der Matriarchin Dilinaga. Also diese Sachen, die man halt sammeln und suchen kann, die habe ich definitiv in meinem ersten Durchspiel nicht abgeschlossen. Ach so, wir können ja einfach zurück. Habe ich definitiv nicht abgeschlossen, also da habe ich nicht alles gefunden. Ich weiß auch nicht, ob wir das diesmal finden, alles. Und was dann passiert, ob da irgendwie noch ein großes Hurra, Hurra kommt oder so, keine Ahnung. Ab ins nächste System. Das war schon mal nicht das, wo das Hauptquest ist. Wie gesagt, ich glaube, es ist entweder Knossos oder Athen. Ich würde eher auf Knossos tippen. Deswegen nehmen wir erstmal das hier. Ich habe mir das leider nicht gemerkt. Trimanre ist ein Zwergplanet, der aus leichten Magnesiumsilikaten besteht und Vorkommen von Aluminium aufweist. Seine Oberfläche ist mit sehr alter, dunkler Basaltlava bedeckt. Dies könnte darauf hinweisen, dass der Planet durch eine Kollision mit einem anderen Gestirn dieses Systems entstanden ist. Trimanre verfügt über kein Magnetfeld. Aus diesem Grund können Schiffe ihre Antriebe hier nicht entladen. Aber die sehr geringe Schwerkraft von Trimanre ermöglicht auch Schiffen der Kreuzerklasse eine sichere Oberflächenlandung. Ja, wofür denn? 55 Grad, das geht ja sogar noch. Edolus. Commander, ich empfange ein Signal von der Planetenoberfläche. Scheint ein automatisches Notsignal zu sein. Mal wieder. Edolus ist ein terrestrischer Planet mit einer Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Stickstoff. Die Oberfläche von Edolus wird durch riesige Wüsten aus Silikatsand bedeckt. Punkt. Es existieren nur wenige Gebirgslandschaften, die Schutz vor den Staubwinden bieten. Der Orbit von Edolus ist voll von Trümmern, die von dem Gasgiganten Ontamak Malka hierher geschleudert wurden. Aufgrund der häufigen Meteoriteneinschläge gilt eine Erkundung des Planeten als sehr gefährlich. Minus 1 Grad Celsius, geht ja auch. Lesen erstmal die anderen Planeten. Altaja ist ein ungewöhnlich großer terrestrischer Planet. Punkt. In seiner Atmosphäre lassen sich Spuren von Methan und Ammoniak nachweisen. Die gefrorene Oberfläche besteht maßgeblich aus Sandstein und anderen Sedimentgesteinen, sowie Vorkommen an Eisen und Chloriden. Die Sedimentzusammensetzung der Oberflächenkruste lässt darauf schließen, dass Altaja einmal eine Atmosphäre hatte, die dick genug war, um Flüssigkeitsvorkommen zuzulassen. Welche Katastrophe den Planeten traf, sodass die Atmosphäre zerstört wurde und die Oberfläche gefror, bleibt unbekannt. Minus 136 Grad. Ontamalka. Ontamalka ist ein großer Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant, in dessen Atmosphäre sich Spuren von Chlor und Schwefel nachweisen lassen. Durch seine extrem hohe Schwerkraft werden viele Asteroiden aus dem äußeren Gürtel angezogen, die an Altaja und Edolus vorbei in Richtung des inneren Gürtels driften. Im Orbit von Ontamalka kreisen hunderte von der Schwerkraft dort gefangene Monde. Die meisten der Monde werden schon nach wenigen tausend Jahren wieder ins All geschleudert, in die Atmosphäre des Gasgiganten gezogen oder zerrissen, um Teil des riesigen Planetenrings zu werden. Die Navigation durch diese chaotische Weltraumumgebung ist zumindest hochproblematisch. Schiffe ohne militärische kinetische Barrieren laufen der höchste Gefahr, fatale Einschläge zu erleiden. Großes Vorkommen an Wasserstoff entdeckt. Yay! Und der äußerste Planet? Der kleine und fernab gelegene Planet Alsages ist eine kleine terrestrische Welt mit einer dünnen Atmosphäre aus Methan und Argon. Die Permafrost-Oberfläche besteht hauptsächlich aus gefrorenem Wasser und Calcium mit Vorkommen an Leichtmetallen. Während der Anti-Piraten-Kampagne der Allianz im Jahr 2160 wurde der Batterianer Eluam Ranpera mit seiner Fregatte der Tuneron gestellt, als das Schiff zur Antriebsentladung auf Alsages gelandet war. Selbst in Angesicht der Übermacht des Allianzkreuzers Hyderabad weigerte sich Ranpera aufzugeben. Die Tuneron wurde bei dem Versuch zu fliehen zerstört. Die Trümmer des Schiffes sind über die ganze südliche Halbkugel verstreut. Na, was finden wir hier? Wieder irgendwelche Insignien oder so? Nein, ein seltenes Element, und zwar ein kleines Vorkommen nur von Plutonium. Aber Plutonium ist ja wahrscheinlich auch sehr wertvoll, ist ja auch radioaktiv, so, und... War Trimanre jetzt, dass wir landen konnten? Nee, das war's nicht. Ich hab es nicht gemerkt. Ich glaube, es war Edolus, oder? Ja. Edolus, du kleiner Schuss. Wollen wir mal helfen? Ich hoffe, es ist nicht wieder ein Hinterhalt von dem Geht. Aber wenn es hier nicht so viele Berge gibt, dann können wir wenigstens mal in Ruhe rumfahren und müssen nicht immer irgendwelche steilen Wände hoch oder runter fahren. Ich denke, es gibt hier nicht viele Berge. Was ist denn hier los? Es sieht aber anders aus, als was sie gesagt haben. Notsignal, Anomalie, Trümmer. Ja, wir fahren so rum, würde ich sagen. Als letztes zum Notsignal. Ja, also ich sehe nicht, dass es hier nicht viele Berge geben würde. Es ist doch genauso holprig.
wie auf den anderen Planeten, auf denen wir bisher gelandet sind. Vielleicht ein bisschen weniger, aber guckt euch an, wir sind von wegen keine Berge. Wir sind wohl in der bergreichsten Region gelandet. Was für ein Zufall. Hätte mich aber auch gewundert, wenn es hier einfach flach ist und es keinen Stress gegeben hätte. Oh, da haben wir irgendein Erz vorkommen. Fahren wir da erstmal hin. Alter, hier gibt's mega Canyons. Was ist denn da los? Haben sie einen schönen Verarsch mit der Beschreibung. Vielleicht ist es einfach nicht gut kartografiert worden, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Einfach der falsche Text zu einem... Oder die falsche Oberfläche gebaut zu dem Text. Und was haben wir hier? Lithium. Warum findet man nicht mal einfaches Silber oder sowas? Immer dieses crazy Zeug. Ja, bei dem anderen Planeten gab es 7,5 für das Material. Ganz viele gefährliche Meteoriten. Können die uns auch treffen? Ich hoffe nicht. Wieder am Rand. Wie immer. Abgestützte Sonde. Komm, bleib stehen. Das ist aber mal schwieriger. Oh, 7. Wolfram 7. Krass. Ich weiß gar nicht, wie weit es geht, ehrlich gesagt. Ob es auch ein X gibt, also eine 10. Das ist so lächerlich, oder? Guckt euch diese Bergmassive an. Diese Beschreibung von den Planeten war so dumm, ey. Und ich hab's geahnt, ich dachte mir schon, ja, wieso sollten da quasi, warum soll denn alles flach sein? Das ist total langweilig, da lang zu fahren. Wäre total easy und einfach. Es war mir so klar, dass es nicht stimmt. Oh, wir speichern mal. Ah, wo ist es denn? Ich sehe gar nichts. Ach, hier. Eine Leiche? ID-Tag gefunden. Sie haben Captain Milons ID-Tag gefunden. Wie es hierher kam, bleibt ein Rätsel. Okay. Ist das wieder irgendein Zeitquiz gewesen? Sie gehen vor, ich folge Ihnen. Sicherheit wird es hier zu einem Kampf kommen. Ich glaube nicht, dass es da jetzt so easy durchgeht. Aber wir fahren mal noch hin, bevor wir die Folge beenden. Ich glaube, hier ist gerade irgendwo in der Nähe ein Meteorit eingeschlagen. Zumindest klang es so. Haben es leider nicht gesehen. Wäre cool gewesen, wenn er direkt vor uns eingeschlagen wäre. Da. Sieht gar nicht gefährlich aus, als ob da jemand, oder als ob da jemand wäre. Ja, das schauen wir uns beim nächsten Mal genauer an. In diesem Sinne, lasst einen Daumen da, kommentiert, aktiviert die Glocke, kein Video verpassen, abonnieren. Bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Bleibt cool.